Ich wünsche Ihnen ein wunderbares, schönes, neues Jahr 2020. 2019 ist vorbei. Jetzt wissen wir endlich, von welchem Niveau ausgehend wir bei Aktienmärkten, bei anderen Märkten jetzt in das Jahr 2020 starten. Und wir wollen uns mal anschauen, was 2019 gebracht hat, mit dem Blick, was 2020 bringen wird. Jetzt am ersten Handelstag des Jahres 2020 eben mit dünner Nachrichtenlage, mit dünner Liquidität automatisch. Japan etwa ist die ganze Woche noch geschlossen, heute im asiatischen Handel nur China aktiv. Von den wirklich großen Playern dementsprechend dürfte es erstmal ruhig zugehen jetzt bis zum Ende der Woche, erst nächste Woche dann wirklich unter voller Handelsvolumen, unter vollem Handelsvolumen also weitergehen. Schauen wir uns mal das an, was das Jahr 2019 für die Aktienmärkte gebracht haben. Da sehen wir, der beste Leitindex des Jahres 1998 in Europa zumindest war der italienische MIB 40, der MIB 40, also von der Börse Mailand mit dem besten Gewinn seit 1998, dann der französische Leitindex CAC, bestes Jahr seit 1999, MSCI World, bestes Jahr seit 2009, DAX immerhin gut 25% gemacht, bestes Jahr seit 2012, auch wenn der Jahresschluss dann nicht mehr so toll war, wie wir in den letzten Handelstagen am 30. Dezember vor allem gesehen haben. Wir sehen den S&P, bestes Jahr seit 2013, fast hätte es gereicht für das beste Jahr seit 1997. Wir sehen auch in Shanghai, bestes Jahr seit 2014. Also man kann die Rekorde aufzählen, Dow Jones, bestes Jahr seit 2017. Und all das hat natürlich mit einer Geschichte zu tun, den Notenbanken, aber schauen wir uns auch eben an, das Gold, bestes Jahr seit 2010, Silber ebenfalls, Öl, bestes Jahr seit 2010, all das hängt zusammen mit den Notenbanken und es gibt hier eine interessante Untersuchung, die sagt, passt auf, es lässt sich zeigen, nämlich der Deutschen Bank, dass 1% Ausweitung der Bilanzsumme der Fed korrespondiert mit einem Gewinn von 0,9% des S&P 500, also des amerikanischen Leitindex. Das bedeutet, wir haben eine 90%ige Korrelation zwischen Ausweitung der Bilanzsumme, etwa der Fed, und dem S&P 500. Ähnlich dürfte es auch in Sachen Bilanzsumme der EZB, DAX etc. sein. Das heißt, hier ist sozusagen wahrscheinlich das entscheidende Kriterium für die Aktienmärkte zu finden. Je nachdem, ob die Bilanzsummen der Notenbanken wachsen, dann kann die Rallye weitergehen, die wir gesehen haben. Wenn die Bilanzsumme wieder schrumpft, dann dürfte es das mit der Rallye eben gewesen sein. Und das bedeutet, wir werden bei der Fed noch eine weitere Ausweitung der Bilanzsumme sehen, noch einige Monate, weil die US-Notenbank eben gesagt hat, passt auf, wir werden weiter eben diese kurzlaufenden Staatsanleihen kaufen. Wir haben jetzt gesehen, dass zum Jahresende der Repo-Markt sich etwas beruhigt hat, die Notenbank also weniger in diesen Repo-Markt, in diesen amerikanischen Geldmarkt hatte pumpen müssen. Dementsprechend dürfte sich die Fed bald aus dem Repo-Bereich ein bisschen, naja, weiter zurückziehen. Ganz wird es wohl nicht gehen. Die Frage ist dann, was passiert, wenn die Notenbank überhaupt nicht mehr da ist? Kann dieser Markt dann überhaupt noch für sich selbst existieren? Das wird die große Frage sein. Aber schauen wir uns mal den Devisenbereich an. Hier sehen wir, dass etwa der kanadische Dollar und der mexikanische Peso die besten Währungen waren, gefolgt vom britischen Pfund. Interessanterweise die schlechtesten der brasilianische Real und die schwedische Krone. Aber interessanter ist, dass wir die geringste Handelsvolatilität haben seit dem Ende von Bretton Woods, also seit 1973. Damals ja der Goldstandard abgeschafft in Bretton Woods oder mit Bretton Woods. Wir haben dann eben ähnliche Situationen gehabt mit ganz geringer Volatilität im Jahr 1996, im Jahr 2007 und im Jahr 2014. Jedes Mal gab es dann einen deutlichen Anstieg der Volatilität. Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass wir jetzt sozusagen weiter in diesem Schlafmodus sind, der praktisch eine Art Narkotisierung ist durch die Notenbanken, die da eben massiv reinpumpen. Wir sehen hier, dass wir weiter eben die Fed pumpend haben. Das dürfte Rohstoffe unterstützen, das dürfte den Dollar schwächen. Das könnte das Thema jetzt erstmal des Jahres, mindestens die erste Hälfte des Jahres 2020 sein, Dollarschwäche. Das würde helfen den Emerging Markets, würde helfen, dass die Rohstoffpreise weiter steigen und würde eben dazu führen, dass der Dollar weiter abwertet. Denn man sagt sich, naja, die Fed, die
wird sicherlich nicht die Zinsen anheben in nächster Zeit. Wenn überhaupt, wird sie die Zinsen senken. Dementsprechend schrumpft eben der Vorteil, den der Dollar gegenüber anderen Währungen noch hat, nämlich verzinst zu sein. Aber die Fed ist ja voll auf Trump-Linie eingeschwenkt, kann man sagen. Möglich ist, dass wir bald auch ein QE sehen und das wäre natürlich Dollar negativ. Wir haben insgesamt die Situation an in den Märkten, dass alle All-In sind. Das gilt für amerikanische Hedgefonds vor allem, das gilt für amerikanische Vermögensverwalter. Wir haben selten eine solche Positionierung gesehen. Wir sehen euphorische Kursziele, die ausgerufen werden. Solange die Fed all das mitspielt, könnte das noch funktionieren, aber wir haben eben auch bedenkliche Entwicklungen. Wir sehen, dass hier etwa die ganze Geschichte auf Schulden basiert. Seit der Finanzkrise ist es so, jeder Dollar, jedes Dollarwachstum wird mit 1,5 Dollar Schulden erkauft. Das ist sozusagen genau das Grundproblem, das wir haben. Es braucht immer mehr Liquidität, immer mehr Dollars, um ein bisschen Wachstum noch erzeugen zu können. Mithin also nimmt die Wachstumsdynamik trotz weiterer Schuldenaufnahme immer weiter ab. Wir sehen, dass diese Schere immer weiter auseinander geht und wir sehen das eben auch bei den US-Unternehmen etwa. Hier ist der S&P 500 weiter massiv nach oben gegangen und hier sind die Gewinne der US-Unternehmen, die stagnieren oder sind sogar rückläufig. Diese Schere wird sich irgendwann schließen und sie wird sich dann schließen, wenn die Fed sich eben aus dem Markt zurückzieht. Wir sehen ein ähnliches Bild übrigens hier beim DAX. Das ist die Voraussicht des deutschen BIPs, die wir hier sehen, geht immer weiter nach unten, aber der DAX hat über 25% in 2019 gewonnen. Da muss also jetzt schon ein bisschen ein Wunder passieren, damit das gerechtfertigt ist. Wir sehen hier ein paar Kurse noch, es hat sich hier wenig verändert. Der Euro ist bei 1,12 etwa. Wir sehen den DAX bei 1, nicht bei 1, sondern bei 13.200 und ein paar zerquetschten. Er hatte ja am letzten Handelstag, am 30. Dezember, noch ein bisschen abgegeben. Wir sehen den Dow Jones 28.638. Es tut sich also nicht wahnsinnig viel. Wir haben das vielleicht noch erwähnt hier, die Kürzung der Einlagenzinsen, respektive des Mindestreservesatzes, also der Liquidität, die eine chinesische Bank vorhalten muss, wenn sie Kredite vergibt. Da hat jetzt die Notenbank im Laufe der Woche über die Feiertage sozusagen 0,5% diesen Mindestreservesatz gesenkt. Der ist immer noch sehr, sehr hoch im Vergleich zu etwa europäischen Banken. Da ist also noch viel Spielraum, sagt auch die Global Times. Da können wir noch sehr, sehr viel machen. Und wir haben dann auch praktisch jetzt in den letzten Tagen die Aussage von Donald Trump gehabt, dass es eine Unterzeichnungszeremonie geben wird am 15. Januar in Washington. Da wird man also diesen Phase-1-Deal unterzeichnen und dann will er nach Peking reisen, um den Phase-2-Deal zu unterzeichnen. Wir haben ja Aussagen von Lighthizer, dem Handelsbeauftragten, der gesagt hat, ja, die Chinesen, die werden mindestens 80 bis 100 Milliarden Dollar an US-Landwirtschaftsprodukten in den nächsten 2 Jahren kaufen. Die Chinesen allerdings haben das noch nicht bestätigt, haben also diese Summe nicht wirklich bestätigen wollen oder können. Dementsprechend ist all das natürlich nach wie vor so ein bisschen Wunschdenken. Ja, man wird einen Deal vielleicht unterzeichnen, das kann sein, aber was ist der Wert? Der eigentliche Deal wäre der Phase-2-Deal, aber da wird es wohl vor den Wahlen in den USA nicht mehr dazu kommen. Gleichwohl ist natürlich all das eingepreist, dieser vermeintliche Waffenstillstand längst eingepreist an den Märkten, sodass letztendlich auch die Algorithmen wohl nicht mehr reagieren dürften. Das haben wir jetzt in den letzten Handelstagen, die vor allem in den USA noch eher stattgefunden haben, am 31. wurde noch gehandelt. Da hat man gesehen, als dann Donald Trump diesen Tweet rausgehauen hat, dass dann die Märkte noch mal kurz nach oben gegangen sind, aber dann eben auch wieder gefallen sind. Also das Ganze ist so ein bisschen längst eingepreist. Die entscheidende Variante hier für die Märkte, das ist die Bilanzsumme der Fed. Darauf wird zu achten sein, nach meiner Auffassung. Wir haben möglicherweise das Potenzial, noch jetzt im ersten Drittel vielleicht des Jahres weiter nach oben zu gehen, obwohl wir schon extreme Parameter haben. Aber es wird dann in Richtung US-Wahlen immer schwieriger, nach meiner Auffassung. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Tag. Viele haben ja noch frei und genießen die letzten Tage. Ich wünsche erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.